So, hallo und herzlich willkommen diesmal wieder zu einem Infovideo. Und zwar möchte ich mich zur Minecraft-Version, also Xbox 360 Minecraft-Version, meine Meinung möchte ich dazu sagen. Ich bin nicht im Spiel, da ich vorhin versucht habe, es aufzunehmen, aber es scheiße aussieht. Sagen wir es mal ganz direkt, es sieht einfach nur wirklich, es geht nicht. Ich bin hier wieder in einer Singleplayer-Welt, die ich so nebenbei zock. Und ja, es leckt gerade, naja gut, kann ich nicht ändern. Auf jeden Fall jetzt zur Minecraft-Version für die Xbox 360. Finde ich auf jeden Fall cool, dass ein Minecraft für die Konsole mal rauskommt, dass sich da die Entwickler doch noch dazu entschieden haben. Ich habe vorhin die Demo angezockt, ich habe noch nicht die Vollversion. Was könnte ich denn dazu sagen? Auf jeden Fall, es ist eine ältere Version von Minecraft, also nicht die aktuelle neue. Es basiert, glaube ich, auf der 1.6 irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf einer älteren, wo die Schafe noch Wolle droppen, wenn man sie nur schlägt, zum Beispiel. Aber auf jeden Fall ist alles sonst gleich wie beim PC. Ich gebe zu, die Steuerung vom Menü und ECT könnte wirklich ein bisschen besser sein. Vor allem das Craften gefällt mir überhaupt nicht. Weil das so ein Quick Craften ist. Ich hätte es gern so wie beim PC. Das wäre zum Beispiel mal eine Sache, die ich bemängeln könnte. Dann wäre ansonsten eigentlich... Es ist... Die Lichtberechnung gefällt mir auf jeden Fall hundertprozentig besser dort. Als am PC, finde ich. Und... Ja, es ist wirklich alles wie in dem Minecraft. Es spawnen Monster, es spawnen Creeper, wenn auch ziemlich viele, wo ich vorhin gezockt habe. Das war ja ein bisschen arg. Aber ja, Tiere sind auch da. Tiere droppen auch Zeug. Genauso wie Monster. Die droppen ja Federn, so wie früher immer. Und ja, es gibt halt eben noch nicht die Neuerung wie Minen und so, also wirklich ausgebaute Minen und ja, Enderman gibt es ja auch noch nicht, meine ich. Da gibt es halt nur dieses, so wie es Minecraft im Prinzip so am Anfang war. Aber das wird natürlich auch noch ausgebaut, gehe ich mal stark von aus. Auf jeden Fall, wo ich die Demo hatte, musste ich erstmal ein 3MB Update installieren. Was ich auch cool finde, dass die das eben wirklich mit einem Update machen, weil es gibt auch die Entwickler, die packen das einfach nicht, ein Update zu machen, dass die das da wirklich, dass man sich das ganze Spiel nochmal runterladen muss. Und das ist ja dann nicht so richtig gut, weil das dementsprechend noch dauert. Auf jeden Fall sehr coole Sache, wenn noch Texture Packs und Mods eben kommen würden, wäre das noch richtig geil. Finde ich auf jeden Fall dann wirklich, wirklich cool. Ich muss ja gerade schauen, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Ich stelle hier mal so ein bisschen um. Ja, was gibt's denn noch zu dem Minecraft zu sagen? Es ist auf jeden Fall ein gut gelungener Klon. Craften, naja gut, gewöhnungsbedürftig ist ebenso. Ihr seid in einem Menü und habt dann eben nicht... Warte, hier habe ich auch ein Crafting Table. So, ihr habt nicht das, sondern ihr habt im Prinzip so ein kleines Fenster mit dem Inventar und dann habt ihr hier oben so eine Leiste, wo ihr dann hier könnt ihr dann oben zwischen Material, Tools, anderen Zeug auswählen könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel beim Material, wenn ihr hier nur einen Baumstamm drin liegen habt, ist zum Beispiel jetzt das, was normalerweise grau, ein bisschen graulicher Ton wäre, Holz, wenn hier keine Baumstämme drin wären, wäre das grau, aber wenn man Baumstämme drin hat, ist es dann schon farblich. Ist auf jeden Fall schon in Ordnung. Das erkennt man auch leicht. Und dann müsst ihr eben mit dem Controller müsst ihr dann eben da drauf gehen und dann A drücken halt. So oft wie ihr dann Holz haben wollt. Was gibt's noch zu sagen? Ja, das ist eine Sache, die kann man mögen und auch nicht. Ich find's blöd, weil ich mag das eigentlich von dem hier. Ne? Haben sie ja auch im Inventar gemacht, so eine Alternativmaus eingebracht, die man entweder so steuern kann mit dem Analogstick oder mit dem
mit dem Pfeiltasten, damit es immer so springt, so. So halt immer so stückweise auf die Felder. Ich krieg das jetzt mit der Maus nicht so gut hin. Wenn ihr dann hier nach oben drückt, geht's dann hier oben hin. Ich fände das dann geiler, wenn man dann halt hier einmal so drückt, dann hat man das, dann springt man, geht dann hier drauf, packt es dann dort rein. Also wenn ihr versteht, wie, ja, denkt mal, ihr versteht das schon. Was kann ich denn noch sagen? Tja. Grafik passt. Sieht genauso aus wie hier die. Ganz normal, plus eben ohne Texture Pack. Sehr logisch, wird alles mit Default geregelt. Um jetzt noch mehr dem Dings näher zu kommen, der Xbox-Version, packe ich mir noch das Default Pack rein. Ja, so sieht es dann halt aus. Ja, ich weiß, ist nicht eigentlich so schön, aber ich denke mal, die Entwickler, die setzen das noch so, dass man definitiv dann auch noch Texture Packs erstellen kann und diese auch dann verwenden kann. Ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt nicht so arg darüber informiert, ich wollte mich jetzt nur mal zur Demo äußern, wie das rein spielerisch, also vom ganzen Gameplay und etc. her ist. Und es ist eigentlich geil schon. Also wenn sie jetzt Updates rausbringen, regelmäßig, so wie hier halt in der PC-Version, ist das auf jeden Fall geil, weil dann werden demnächst dann auch die Neuerungen, die es hier schon gibt, wahrscheinlich kommen. Also will ich mal stark von ausgehen. Und wenn sie dann noch so eine Art Mod-Loader und Texture-Pack-Loader vielleicht einbringen, oder halt, ja, oder halt eine vom Menü aus, dass man sich Texture Packs downloaden kann, die man vorher dort, die man dann selber dort im Minecraft.net dann veröffentlichen kann unter seinem Account und die dann halt von dort aus dann downloaden kann, in einer Liste aufgeführt. Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, und dann ebenso mit Mods, dass die halt einen Mod-Loader drin haben. Und die Mods, die werden dann halt stärker kontrolliert von denen, weil damit keiner Scheiße anstellt, sozusagen. Und irgendwie hier mit Xbox, ja, sonstigen Zeug eben anfängt und die dann eben, ja, dafür belangt werden, weil sie ja das Spiel dann so gemacht haben, dass dadurch andere Leute auf Sachen zugreifen können, auf die sie vielleicht nicht zugreifen sollten. Gut, das war's eigentlich auch schon. Mehr kann ich das so im Moment nicht sagen. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich kaufen, aber wann ist eine andere Frage. Ich wollte mir noch ein Mikro holen, ein anderes, aber auf jeden Fall eine HDPVR, damit ich das vielleicht auch dann auch mal aufnehmen kann, da mein Videocrapper gar nicht geht. Ich könnte euch jetzt einen Pfeil mit hochladen, aber nee, ich lasse das. Das will ich euch nicht antun, das ist zu grausam. Erstens, dass er 60 Hertz nicht verträgt. Und das zweite ist eben, dass es dann, ja, dementsprechend flackert und ziemlich unscharf ist, was es noch schlimmer macht, weil der allgemein nur unscharf ist. Er hat 700 irgendwas mal 400 irgendwas, glaube ich, oder 500 irgendwas. Weiß ich jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall sind das sehr absurde Zahlen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man so, das ist sinnlos, ich weiß gar nicht, wofür man den gebrauchen könnte, ohne dass es trotzdem schlechte Qualität ist. Also auf jeden Fall HDPVR, das ist das Beste für Leute, die vielleicht die HDPVR noch nicht kennen. Einfach mal in Google eingeben, ihr seht dann schon, die kostet zwar irgendwas mit 100, aber ist auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt, vor allem wenn man Let's Plays an Konsolen machen will. Oder anderes vielleicht aufnehmen will, ist ja eigentlich völlig egal, ihr könnt alles mit aufnehmen, man hat D-Qualität und normaler Qualität. Ja, okay, dann war es das von mir aus, ich hau mir das andere Texture Pack wieder rein. So, das mache ich jetzt noch gemeinsam mit euch hier, Deathscape, kann ich nur empfehlen, ich finde das sieht sehr geil aus. So, vor allem das Menü gefällt mir echt, diesen Cobblestone. Sieht sehr geil aus. So, und da nun mit dem Texture Pack, und was lustig ist, es laggt gerade weniger als mit dem anderen. Mit dem Default. Was ja irgendwie sehr komisch ist. Naja gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.